Dum, 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 dum. Ah, ihr seid ja auch schon da. Ich grüße euch und guckt mal, was ich hier habe. Intel Arc A380. Das Ding hat sich rar gemacht, ein blaues Einhorn. Ist zwar schon im Juni gelauncht worden, ja, aber nicht für uns. Wir dürfen das ja gar nicht angucken. Die ganze Welt wollte es eigentlich sehen. Und wo hat man es versteckt? Irgendwo in Asien. Haben wir gesagt, okay. Danke übrigens an den Kollegen, der sich die Mühe gemacht hat, das auch auszugraben. Wir haben das quasi selbst importiert. Auch wenn Intel nicht sampelt. Vielleicht schämt man sich ja auch dafür. Das werden wir heute noch rausfinden. Muss man sich selbst besorgen. Dankeschön an den Kollegen nochmal. Hier ist sie. So, es gibt 4 Stück davon in Deutschland. Eins ging ins 3D-Sender zum Löschzwerg. Eine Karte ging an Golem, eine an Computerbase und eine dankenswerterweise an mich. So, also 4 Stück wurden hier importiert. Deswegen, wir hatten heute am 20.07. um 12 Uhr, haben wir uns selber einen Launch-Termin auferlegt. Das ist so freiwillig, wir machen das also diesmal kollegial, nicht gegeneinander. Edge, ich bin der Erste und wir üben hier Druck aus. Nein, wir haben uns abgesprochen und gesagt, okay, wir machen das heute 12 Uhr und jeder macht das, was er am besten kann. So, habe ich einen Artikel geschrieben, der ist übrigens hier unten frisch verlinkt. 19 Seiten. Da sind Grafiken drin, Metriken. Ich habe euch quasi zugeschissen mit Daten. Wem das alles zu viel ist, der guckt halt heute hier dieses Video. Hier habe ich jetzt die Zusammenfassung. Wer es also einzeln gerne möchte, bitte schön da unten klicken. Tut nicht weh. Homepage gucken. Könnt ihr euch hinterher nochmal alles durchlesen. Heute machen wir hier den Kurzdurchlauf. Na gut, wer mich kennt, es wird schon ein bisschen länger dauern. Aber wir machen es genau. Die Karte habe ich nämlich auch zerlegt. Und das war hochinteressant, weil wir haben ja überlegt, sind das jetzt die Treiber, die nicht funktionieren? Oder ist die Architektur, die nicht will? Oder ist da noch irgendwas anderes? So ein paar Kleinigkeiten sind mir aufgefallen, warum es hier vielleicht noch hakt. So, das ist so ein bisschen auch mit einem Spekulatius versehen, weil genau wissen wir es ja nicht. Aber es ist schon ziemlich eindeutig. So, also ich empfehle euch heute nochmal, ne, da unten ist der Artikel verlinkt und da sind auch die Links auf die Artikel von den Kollegen von Golem und von Computerbase. Da könnt ihr auch mal draufklicken, dann kriegt ihr ein Bild. Mehr Bild braucht er nicht. Da steht dann wirklich alles drin. Wir haben uns alle richtig Mühe gegeben und ich kann das also schon mal spoilern. Die Ergebnisse decken sich. Und wir haben auch alle dasselbe Fazit. Natürlich bin ich so ein bisschen verbal etwas drüber. Also ich habe zumindest schon richtig drauf gedrückt, auch wo es weh tut. Mir ist es Wurst, Intel kann mich mal. Die wollen nichts von mir, also will ich ja nichts von denen. Ich kann sagen, was ich möchte. Und deswegen werden wir das heute auch tun. So. Drei Meinungen, die sich decken zu einer Karte, die hier auf dem Tisch steht. So. Das ist die A380. Da muss man ja noch mit das mit irgendwas vergleichen. Da habe ich mir überlegt, okay, hier gibt es eine RX 6400 Radeon. In dem Falle von Asus, die habe ich mir von einem Shop besorgt. Dank auch an den Freund von Capacitor, dass er mir diese kleine Fußhupe mal leihweise überlassen hat. Und was haben wir noch? Aus meinem Bestand eine GTX 1650. Hornaltes Eisen, 3 Jahre alt. Sie tut's noch. Die sind ungefähr auf dem gleichen Level, damit man mal wissen, wo wir diese A380 eigentlich einzuordnen haben. Intel möchte, so wird kolportiert, bis zu $150 für diese kleine Karte haben. $150 sind, ja, wenn man dann noch die Mehrwertsteuer draufrechnet, Dollarparität, wie auch immer, könnt ihr ja selber rechnen, sind wir hier bei 160, vielleicht auch 170 €. Das Problem ist nur, ja, für das Geld bekomme ich selbst eine RX 6500 mit etwas Glück. Das nur mal, um zu gucken, wo wir heute die Messlatte hinlegen. Da haben wir so viel geschwafelt. Also dieses Muster, das muss ich nochmal sagen, wurde wirklich selbst besorgt. Es ist ein Privatinvestment. Intel hat mit dieser ganzen Geschichte hier überhaupt nichts zu tun. Deswegen ist heute keine Werbung drin. Und mein persönlicher Dank geht nochmal vorab an die Hardware-Spender. Auch das BIOS-Team von MSI, weil da waren noch so ein paar Kleinigkeiten zu klären und an meine Familie. Ich habe immer, meine Laune wurde immer schlechter und immer schlechter und immer schlechter. Die haben das standhaft ertragen. Danke auch dafür, dass ihr mich da so ein bisschen grummelig doch ertragen habt. Inzwischen ist alles erledigt, ich bin wieder lustig und Funst. So, zurück zur A380, war schon so viel gelabert hier. So, was ist jetzt wichtig an diesem Teil? Ach, wisst ihr was? Ich fahre hier mal meinen Tisch runter. So, gucken wir mal. Ja, da Salve, die Map, 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 Map. So.
sieht man auch den Bauchansatz ein bisschen schöner. Ich lege das mal hin. Ich lege auch die Grafikkarten mal hin, dass die jetzt hier nicht umplumpsen. So, seht ihr mich quasi in ganzer Pracht, mehr oder weniger. Schaut es euch an. Ich habe ja mal GPUZ. Gut, alles steht auch nicht so wirklich richtig drin. Doch, das meiste stimmt. Was haben wir? 8 Xe-Cores. Das ist also Intels Arc Alchemie. Arc. Architektur, naja, Xe HPG, was haben wir? 8 Xe Cores, demzufolge auch 8 Raytracing Units. Wir haben 128 Vector Engines, also quasi die Shader-Einheiten, um es mal so allgemein gebräuchlich zu sagen. Was haben wir sonst noch drauf? Na, nicht viel. 6 GB RAM, GDDR6 von Samsung, okay, der ist nicht schlecht. Gut, die 16 Gigabit pro Sekunde erreicht er meistens nicht ganz. Was haben wir sonst noch? Ja, Basisclock ist angehoben worden von Gunia auf 2450. Da geht auch noch ein bisschen mehr. Das zeige ich euch auch. Ich habe also die Karte sowohl im normalen Zustand als auch im übertakteten Zustand gebenchmarkt. Ja, und das ist jetzt, sagen wir mal, Fakt erstmal so vorangestellt an Daten. Ich will euch mit den ganzen Specs ja nicht totschlagen. Auch die Architektur habe ich schon zigmal erklärt. Na, da unten ist alles verlinkt. Da könnt ihr euch nochmal totlesen. So. Was habe ich verwendet? Ich habe ein MSI Mac Z 690 Tomahawk verwendet. Da steckt ein i9-12900K drauf. Das ist halt natürlich so eine kleine Fußgruppe, muss man jetzt nicht mit so einer riesengroßen CPU betreiben, theoretisch. Praktisch sehen wir dann nachher noch, warum ich es trotzdem gemacht habe. Außerdem wollte ich es ja auch mit der integrierten Grafik vergleichen. Auch das ist relativ interessant, um mal zu gucken, wo da die Unterschiede liegen. Ja, und jetzt kommen wir zu den Treibern. Treiber-Version, ja, 1743 war die aktuelle, letzte offizielle. Ich habe auch noch die Preview versucht. Das ist eine 3220, die ist jetzt vom Juli. Das Problem ist, die Fehler sind die gleichen. Oder besser gesagt, es ist nicht weniger geworden. Es ist teilweise anders geworden, aber auch nicht besser. Reden wir auch gleich noch drüber. Ja, es ist eben so. Aber die Treiber allein sind wirklich nicht alle. Es gibt ja ein paar Probleme, über die müssen wir wirklich heute offen sprechen. Das erste Problem ist, es ist Teamblau. So, was ist das hier? Das ist ein Ryzen. Und genau das ist das Problem. Die Grafikkarte läuft nur mit Resizable Bar, also diesem erweiterten Adressbereich. Den muss man aktivieren. Das kann man zwar bei AMD genauso, weil die haben ja mit Sam damit ja eigentlich angefangen. Das Problem ist nur, das funktioniert nicht. Und selbst ein älteres Intel-Board, finde ich also diese Karte, ich zeige es euch mal hier, so mein kleines Einhorn, das nehme ich hier meinen Arm und streichle das ein bisschen. Die Karte will nämlich gebauchpinselt werden, den ganzen Tag. Also wenn ich die jetzt in ein älteres Intel-System reinstecke, wo es auch kein Resizable-Bar ist, dann wird die Karte richtig langsam. Die wird genauso langsam wie auf dem AMD-System, wo dieses Resizable-Bar scheinbar auch nicht funktioniert. Warum und was da so noch mit reinspielen könnte, sehen wir gleich beim Teardown. Dann muss ich euch mal noch kurz vertrösten. Sind wir erstmal so bei der Einleitung. Also es ist ein Problem. Ich kann diese Karte nicht auf allen Systemen betreiben. Da brauche ich schon ein aktuelles Intel-System, muss Resizable Bar aktivieren und dann hoffen, dass es funktioniert. Und im Übrigen, Resizable Bar, diesen erweiterten Adressbereich, den brauche ich auch dann, wenn eine Applikation dafür gar nicht vorgesehen ist. Es gibt ja auch Spiele, die das nicht nutzen. Trotzdem muss ich es aktivieren, damit die Karte überhaupt einigermaßen performt. Weil sonst schleicht sie sich so ein bisschen durchs Gelände. Da kommt nichts. Sehr merkwürdig. Reden wir gleich noch drüber. Unboxing. Ich habe das Ding ja schon ausgepackt. Schöne Schachtel, alles wunderbar. Können wir uns angucken. Eine blaue Schachtel. Und was haben wir? Guck mal genau hin. Die haben ein N vergessen. Ich kaufe ein N into the... Vielleicht meinten sie ja Anknau oder irgend sowas. Ich habe keine Ahnung, jedenfalls. Zumindest in dem Blocksatz, dem tut es gut, wenn das entfällt. Meinen Augen eher nicht. Ist jetzt so. Na, dann kann man das Ding auspacken. Schöner Anti-Statik-Folie. Ist alles drin. Ja, kommen wir mal zu den äußerlichen Daten. 22,2 cm lang. Ist also schon ein bisschen mehr als die kleine DG1, die wir ja unlängst im Test hatten. Ist also keine reine Mini-ITX-Karte mehr. Das ist schon ein bisschen länger. 10,8. Ich meine die Länge, ne? 10,8 von der Oberkante Slotblende, Slot, Motherboard Slot bis zur Oberkante hier, das ist in dem Falle dieser kleine schwarze Pömpel, da ist noch ein beleuchtetes Logo dahinter. 10,8 ist relativ ungewöhnlich, gut, ist halt Intel bzw. Gunia als OEM, Boardpartner. So, und ja, gibt es auch keine großen
Besonderheiten. Ich mache mal den Laborwagenmodus an und dann haben wir was, 686 Gramm. Die ist fast doppelt so schwer wie die DG1. Ja, sie hat auch eine Backplate aus Leichtmetall, also Alu. Und die dicke, es ist ein Dual Slot Design, 3,8 cm und dann haben wir hinten nochmal ungefähr 4 mm für die Backplate. Tja. Gekühlt wird das Ganze natürlich auch. Hier haben wir vorne zwei Luftikusse, das sind zwei 9 cm Lüfter. Der Rotor in drinne ist 8,7 und sie haben 11 Rotorblätter pro Lüfter. Da machen wir auch gleich noch den Tier da und gucken wir mal dahinter. Das ist jetzt mal so das Äußerliche und was haben wir sonst noch so? Ein 8-Pin. 8-Pin, Spannungsversorgungsanschluss. Die Karte ist ja eigentlich so für 75 bzw. etwas über 80 Watt spezifiziert. Ich kann es euch ja schon mal spoilern. Ich habe es weit über 100 geschafft, wenn man die Karte richtig prügelt und tritt. Das geht nämlich. Ja, muss man aber nicht tun, weil es bringt nichts. Was haben wir sonst noch so? Eine Slotblende. Ja, die zeige ich natürlich auch. Was gibt es da? Einen ganz normalen Displayport 1.4, zweimal, dreimal haben wir das Ding. Einen HDMI 2.1 und ein paar Löcher und pff, das war's eigentlich schon. Naja, und wenn wir mal gucken. Hier ist das N by Unknown wieder drauf. Also zumindest die Karte ist richtig beschriftet, nur die Schachtel ist scheiße. Und wäre Nvidia überhaupt nicht passiert. Die haben ja dieses Greenlight-Programm, da müssen die Bob-Partner, ich verrate euch das mal, die müssen selbst die Schachtel, wenn die fertig ist, müssen sie die digitale Datei, das schicken die erstmal zu Nvidia und dann Nvidia prüft das, ob das grün stimmt, ob auch alles richtig geschrieben ist, ob die Schriftart stimmt, an den ganzen Abstände und dann wird das freigegeben und erst dann dürfen die Karte in diesen Karton rein. Mich hat keiner kontrolliert, deswegen fehlt das N. Naja, gut, was soll's. So, und noch ein kleines Wort hier zur Backplate, die ist zu. Das gucken wir uns gleich den Tier da an. Die Platine ist nämlich ein ganzes Stück kürzer. Warum ist hier hinten keine Öffnung? Sehen wir gleich. So. Ja, Teardown. Ja, zu der Platine muss ich euch noch was zeigen. Ich stelle mich hier noch ein Stückchen weiter rüber. So sah die aus, als ich die Karte auseinandergeschraubt habe. Das ist natürlich jetzt so eine Bordpartner-Geschichte. Wir haben leider viel zu fette Pads. Die haben ja 1 mm Pads drauf geklatscht. Sie hätten aber eigentlich nur 0,75 sein dürfen. Sie sind also 0,25 mm zu hoch. Ergo hat man massenweise Spachtelmasse da auf die kleine GPU drauf gekleistert, dass es zumindest wieder einen thermischen Kontakt gibt. Naja, gut. Ich musste sie aber, weil ich die Karte auch infrarot messen wollte, nach den, habe ich vorgemerkt, nach den Gaming-Benchmarks und nach den Workstation-Benchmarks habe ich die Karte ja auseinandergenommen. Ich habe sie hier also auch analysiert. Dann habe ich sie natürlich neu bestückt. Ich habe hier 0,8er Pads drauf gemacht von Sitic. Die sind ultra soft, die drücken sich dann auch das Stückchen noch zusammen und hier AlphaCool Apex Wärmeleitpaste. Gibt es eine ganz dünne Schicht und ich weiß, was soll ich sagen. Wir sind bei der Temperatur aber noch sowas von runtergekommen. Nicht schlecht. Da geht der DR6, lief dann plötzlich 5 Grad kühler, weil es bessere Pads waren. Ja, und die GPU-Temperatur von über 60 auf 53 bis 54, also so um die 8 Grad weg. Das war dann schon so eine kleine Hausnummer. Dann habe ich mir die Platine natürlich, weil sie eh schon zerschraubt hatte, mal genauer angeschaut. Spannungswandler haben wir natürlich drauf. GPU, fangen wir mal mit der GPU an. Und wenn ich sage, ich bin weit über 100 Watt gekommen, die wird ja nur aus, aus dem 8-Pin gespeist. Also nicht auch unten aus dem Motherboard-Slot, sondern nur von oben. So, da hängen da zwei mickrige Phasen dran. Zwei für über 100 Watt, das ist schon arg sportlich. Hat man Monolithic Power Systems in M2940A genommen. Das ist ein kleiner PWN-Controller, der schafft die zwei Phasen locker. Ja, was haben wir sonst noch? Naja, DR-MOS brauchen wir natürlich. Zwei Stück, zwei Phasen. Ein MP86956. Das ist so das kleine Highlight auf dieser Platine. Das sind wirklich gute Komponenten. Meine, das ist eine monolithische Halbbrücke. Meine Güte, schwierig. Da sind Leistungs-MOSFETs raus und auch die Gate-Treiber. Und, naja, 70 Ampere schaffen wir pro Phase. Natürlich, da sich die Phasen abwechseln, sind wir insgesamt bei 70 Ampere. Wenn wir jetzt mal rechnen, was da so an Volt gehen, drüber gehen, dann wird es ein bisschen knapp. Wird ein bisschen arg knapp. Aber gut, ich meine, Intel war der Meinung, das reicht so. Was hier aber scheiße ist, die sind nicht gekühlt. Hat man einfach vergessen, da ist keine Kühlung drauf. Reden wir gleich noch drüber. Ich habe auch Infrarotbilder dazu. Alles zu seiner Zeit. Dann haben wir natürlich ein paar Spulen.
Die sind jetzt nicht gelabelt, dass da irgendwo eine Induktivität drauf stünde, aber im Allgemeinen sind dort bei Intel auf den Dingern da so 220 Millihenry Spulen drauf. Ich gehe mal davon aus, das ist auch hier so. War ja auch bei der DG1 das Gleiche. Dann haben wir noch den Speicher, ist auch ein Spannungswandler, der ist auch nicht gekühlt. Auch bloß eine Phase. Die klebt dann da unten, da ganz da unten. Meine Hummel hinten, das Kabel nervt. So. Was haben wir da? Die sind diskret aufgebaut. Da hat man keinen DMOS genommen. Man kostet ja Geld. Muss man ein bisschen sparen. Nehmen wir in die Krabbelkiste. Sino Power haben wir diskret aufgebaut. Low und High Side. Einfach nur ein Endchannel-MOSFET drauf geklatscht. Ja, was haben wir drauf? Ein SM4378. Der schafft 49 Ampere für die High. Und der etwas stärkere für die Low Side. Das ist dann ein SM4507. Er schafft dann maximal 60 Ampere. Gut, für den Speicher reicht es, aber die sind auch nicht gekühlt und die haben relativ hohen Innenwiderstand. Im Idle ist auch da unten schon die Platine so um die 40, 45 Grad plus. Warm finde ich jetzt nicht so prall, hätte man kühlen müssen. So, was haben wir noch drauf? 3 Speichermodule, also 3x Samsung, 2 GB. Mal dieses Kabel macht mir heute alle. Ja, und ansonsten, was gibt es sonst noch Interessantes auf dieser Platine? Da ist ein Flash-Speicher drauf. Da hat mich dann schon ein bisschen eher interessiert, weil der ist auch auf der DG1 drauf. Wir wissen ja, die DG1 hat gar keine richtige Firma, die holt sich ja alles aus dem BIOS. Jetzt ist auf dieser Karte, auf der ARC, wieder so ein Viech drauf. Also kein normaler BIOS-Chip, sondern es ist ein serieller NOR-Flash-Speicher. Also das ist ein Flash-Speicher, der nur aus NOR-Gattern besteht. So, das ist auch flexibel, da kann man eigentlich einen normalen EEPROM ersetzen. Das ist ein schönes Replacement. Ist flexibel. Das Ding ist also quasi bespielbar. So, und dieser NOR-Flash wird über das Bus-System angebunden. Ja, und da kann man so auch die Inhalte aus dem UEFI da reinspielen. Das heißt, eigentlich ist die Karte scheinbar hier, die Firmware gar nicht komplett, sondern sie braucht wieder ein korrespondiertes BIOS. Und da sind wir wieder bei Recyclable, warum es auf aktuellen Intel-Boards läuft, warum ich es immer eingeschaltet haben muss, vielleicht saugt man sich ja noch ein bisschen was nach, und warum es auf AMD-System trotz der dortigen Implementierung von Recyclable Bar nicht funktioniert. Ums Verrecken nicht. Also liebe Besitzer eines Ryzen Intel Grafikkarten auf eurem System, könnt ihr zumindest zum aktuellen Stand der Technik knicken. So, jetzt schaltet wahrscheinlich die Hälfte meiner Videozuschauer schon ab, weil sie sagen, okay, warten wir es mal ab. Ne? Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Vielleicht macht ja Intel noch einen Move. Spendiert der Karte einen rechten EEPROM und dann ist auch ein vollwertiges BIOS drauf oder man macht weiter so eine Frickelei. Ich weiß es nicht. So, das ist eine Vermutung. Müsste jetzt oben Spekulatius reinkleben, mache ich nicht, bin zu faul. Ich sag's euch nur. Das ist meine Vermutung. Was haben wir sonst noch drauf? Ja, Gunia hat sich eine MCU, also Microcontroller Unit selber gelabelt. Die ist da unten da in der Ecke. Und was macht das Ding? Was haben wir denn? Ein bisschen bunt, ne? So LED und die Lüftersteuerung, die sowieso nicht funktioniert so richtig. Ja, das war's schon. Was man auch weggelassen hat, eine Eingangsfilterung gibt's nicht. Ja, also diese kleinen Spikes, so ist normal, so ist eine Lenkspule drin. Diese kleine Drossel, die hat man weggeamselt. Tut mir leid, gibt's nicht. Nicht mal gegen Aufpreis. Die ist weg, finde ich schade. Coast down, man muss ein bisschen sparen. Ja, auseinandergenommen. Das Ding habe ich jetzt zerlegt. Kühler. Was haben wir denn für einen Kühler? Schaut euch diesen Aluklops mal an. Also man hat ja keinen Kühler konstruiert aus Finnen, die sich so auf die Heatpipe stützen und dann an einem Heatsink festgedongelt sind. Nö, hier hat man einfach ein Stück Strangaluminium genommen und das kommt dann hier so in Meterlänge, wird aber kack, abgeschnitten, hinten so ein bisschen ausgefräst, damit man ein bisschen durchgucken kann, ja, damit von oben noch ein bisschen Luft wenigstens durchkommt. Das ist komplett Aluminium und da ist eine 6 mm Heatpipe eingepresst, das ist vernickeltes Kupferkomposit. An den relevanten Stellen hat man es auch abgeflacht, abgeschliffen und dann, naja, liegt das Ding mit direktem Kontakt auch auf der GPU, haben Sie schon im Abdruck von der Wärmeleitpaste gesehen und soll dann kühlen. Das funktioniert auch einigermaßen gut, aber dadurch, dass es jetzt keine Finnen sind, kommt hier fast keine Luft auf die Platine. Das heißt, die Spannungswandler schwitzen ein bisschen, sind ja eh nicht gekühlt. Also hier hätte man mit Pads die Dinger anbinden können. Ich habe es jetzt nicht gemoddet, aber es wäre machbar gewesen. Und die Backplate ist komplett funktionslos, reine Optik. Hätte man weglassen können, Pads drauf geklatscht, hätte man es von hinten noch ein bisschen passiv kühlen können, hätte der Karte auch sicher gut getan. Ursachenforscher, man schimpft ja immer auf die Treiber und auf dieses und auf jenes. Da muss man mal ein bisschen präziser werden. Ich habe euch ja bereits gerade das mit dem Flash gezeigt, also mit dem
nicht existierenden EEPROM, mit dem NOR-Fleischspeicher. Und es gibt ja noch so ein paar andere Dinge. Warum hubbelt die Karte? Und warum gibt es Probleme mit der Bildqualität? Warum haben wir das ein oder andere kleine Zucken, was da nicht hingehört? Mir ist aufgefallen, dass bei einigen Drittanbieterprogrammen, Hardware-Info, was da kann man ja nehmen, GPU-Z, wie auch immer, Rückgabewerte so nicht stimmen können. Mal sind es 2450 MHz. Dann schaltet man es aus und wieder an, sind es bloß noch 2448, obwohl die Frequenz gleich bleibt. Die Auslesewerte sind ein bisschen komisch, die Telemetrie hat auch einen Hackmich. Und mal geht die Lüftersteuerung, mal geht sie wieder nicht, je nachdem, die hat mal guten, mal einen schlechten Tag. Ich schalte es aus, wieder an, geht's, schalte ich wieder aus, wieder an, geht's wieder nicht. Keine Ahnung, was da los ist, irgendwie hat das Ding, es hat einen weg. Und ich zeige euch nochmal das Schema. So sieht normalerweise so eine Telemetrie aus. Das ist jetzt mal ein Schema von mir, das habe ich mal nachgebaut. Da ist so, das ist immer so ähnlich. Also das ist sowohl bei Nvidia mit Boost, als auch bei AMD mit Powertune. So ungefähr sieht das Ganze aus. Und im Mittelpunkt ist ja unten dieser Digital Power Management, der sogenannte Arbitrator, rot. Das ist eigentlich das Ding, was über Gedeih und Verderb entscheidet, auch an der Steckdose bei der Leistungsaufnahme. Dann schauen wir uns das an, was macht die Hardware? Die hat Sensoren, da wird geguckt, wie heiß bist du, was fließen hier für Ströme? Ja, was haben wir sonst so Schönes? Fanspeed, ne? Lüftersteuerung, alles Mögliche. So, dann haben wir die GPU, da kommen noch die Estimations dazu und die Auslastung und ach, was weiß ich. Und dann haben wir natürlich unsere Spannungswandler, die melden ja auch so ein bisschen was hin und her und die Treiber und die Settings. Das sind alles Sachen, die gehen jetzt in die Firmware rein. Dann habe ich in der Firmware natürlich meinen Sensor-Controller für die GPU, die Power Estimation Engine. Und das ist das, wo geguckt wird, was ich aktuell gerade brauche und was auch an Aufgaben vielleicht demnächst kommen könnte. Und dann haben wir unser Telemetrie-Interface und da ist bei Intel wahrscheinlich noch irgendwo ein Bock drin. Gehe ich mal davon aus, das ist auch dann so ein bisschen auch die Schnittstelle nach außen. Und zwischen GPU und dieser Spannungsversorgung, da gibt es so ein bisschen so eine Art Blending. Also man versucht hier das Ganze noch ein bisschen zu vermitteln und dann geht das Ganze ins DPM rein, also in den Arbitrator. Macht der Arbitrator. Das ist dann quasi in der Firmware der Part, der sagt, oh, ich entscheide jetzt hier, muss man hoch oder runter takten oder nehmen wir hier vielleicht mal die Spannung wieder runter oder müssen wir jetzt die Lüfter hochdrehen. Das ist mal sehr stark vereinfacht und wir werden gleich noch sehen, dass das wichtig ist, wie schnell das Ganze abläuft. Das ist wichtig. Jetzt zeige ich euch mal was. Jetzt habe ich hier mal Volllast draufgelegt. Also mein Stecken fertig, habe es dann aus Teleskop angeschlossen und habe das mal wirklich im Mikrosekundenbereich runtergemessen und eine Volllast angelegt. Und jetzt ist es so, wenn ich jetzt eine Volllast habe und die Karte merkt, also der Arbitrator sagt, ups, jetzt wird das hier mir zu gefährlich, das wird zu viel, das explodiert. Mikrosekundenbereich, ne? Da machen wir eine kleine Pause, muss mal kurz runterschalten, verschnaufen, ja, dann lassen wir es mal wieder langsam angehen nach oben. Das hier muss man sich mal zergehen lassen, das sind jetzt 20 Millisekunden. Das sind jetzt 20 Millisekunden und ein so ein kleines Ding, da sind wir hier wirklich im Mikrosekundenbereich. Ein so ein Kästchen ist eine Millisekunde und ihr wisst ja selber, die Millisekunde besteht aus Mikrosekunden. Und wir haben hier 1,5 Millisekunden Pause. Boah, warum mache ich jetzt boah? Ich zeige euch meine RTX 3070, also Fußhupe von Nvidia. Bah, wie sieht die aus? Die macht in derselben Zeit zweimal Pause, aber ganz kurz. Ganz kurz. Das sind vielleicht, was weiß ich, 100, 200 Mikrosekunden. Länger nicht. Und es sieht auch vollkommen anders aus, weil die schaltet wirklich bloß kurz runter, um dann wieder hochzugehen. Die Flanken sind relativ steil. Es ist wirklich nur ein ganz kurzer Impuls. Und dann sehen wir auch, es steigt, 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 wird höher, 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 puff, schaltet ab und dann geht es weiter. Wir sehen also, dass hier alleine schon in der Telemetrie viel längere Pausen entstehen. So, was passiert dann bei Volllast, wenn das Ding plötzlich mal eine Pause einlegt? Gucken wir uns mal noch was an. Recycle-Bar, das Thema hatten wir schon. Kommen wir zum Thema Übertaktung. Da gebe ich noch mehr Wumms drauf. Naja, was passiert dann, wenn ich nochmal Wumms drauf gebe, dann zieht die Karte noch mehr Saft. Jetzt habe ich dort GUI, also so eine, das Arc Control Center. Da gibt es einen Schieberegler, wenn ich da auf 20% mehr Leistung gehe, zum Beispiel kriege ich 100 MHz mehr. Bin ich seit 2550, das schafft die Karte. Wenn ich dann noch den Schieberegler wieder ein Stückchen weiter noch nach rechts schiebe, dann
breche ich wieder ein auf 2450 oder 48 oder 47, irgendwas, das Ding zeigt der Vogel wild irgendwas an. Alles in Echtzeit. Und wenn ich es noch ein Stückchen weiter rechts schiebe, nach rechts schiebe, dann friert das ganze Ding ein. Es gibt auch keine Chance, das zu korrigieren. Und wenn ich mal abrutsche mit dem Slider, weil er ist jetzt auch nicht so fluffig flott, ja, dann habe ich mich selber abgeschossen. Es gibt nämlich keinen Übernehmen-Knopf, den hat man sich gespart. Also alles, was man da drin regelt, regelt man in Echtzeit. Und wenn man sich mal vertut, bam, Tschüssikowski. Und außerdem, um diese 100 Megahertz mehr zu kriegen, ist noch ein Slider drin für Voltage Offset. Die muss ich natürlich erstmal ganz nach rechts schieben und dann kann ich oben auch die Frequenzen erhöhen. Wenn ich erst die Karte versuche, da oben zu übertakten, mehr Leistung gebe und vergesse, den Offset zu setzen, freeze. Da gibt es noch so ein Häkchen, da kann ich einstellen, ob diese Änderungen, die ich da gemacht habe, ins Windows beim Start übernommen werden sollen. Und wenn ich das jetzt gemacht habe und ich freeze, und da hat das in Echtzeit abgespeichert, und ich starte meinen Rechner neu, weil ich denke, okay, muss ich wieder hochfahren, dann friest er gleich nochmal, weil er ja sich die falschen Settings abgespeichert hat. Die kriege ich auch so nicht wieder raus. Muss ich jetzt eine andere Karte reinstecken, von Nvidia von AMD reingehen, Arc Control Center deinstallieren, dann klappt es wieder. Bäh, sinnlos, wegen eins zum Kackknopf. Hätte man doch machen können, liebe Freunde. Und wenn es beim Übertakten scheitert, macht es doch wie Nvidia oder AMD. Stellt die alten Settings bitte automatisch wieder her. Dann kann auch nichts schief gehen. So, wir erinnern uns jetzt nochmal, ich zeige es euch nochmal. Das hier, das war meine Intel-Pause. Also, der Arbeitsweiter meint, wir müssten mal ein bisschen ausruhen. So, und jetzt kommen wir mal zu Frametimes und Varianzen. Da werde ich euch mal was zeigen. Schaut mal her, wir haben 1280 x 720 Pixel. Ist jetzt nicht viel, aber da kriegt man die Karte schön flott zum Laufen. Ein Spiel Wolfenstein ist jetzt keine große Herausforderung, aber wir kommen selbst mit einer RX 6400 auf über 200 Frames pro Sekunde, nämlich 208. So. Die übertaktete macht noch 195 und die nicht übertaktete ist ja noch mal ganz ein Stückchen langsamer bei 185 Frames pro Sekunde. Das sieht auf den ersten Blick schön aus. Intel zeigt ja immer so diese Balken. Wir haben im Average so und so viel FPS und die Karte ist so mondtoll. Und ja, jetzt guckt da mal das P1, ne, die Min-FPS. Puh, die sind richtig schlecht. Da ist ja selbst hier meine, wo habe ich sie mal hingelegt hier? 3 Jahre Alteisen, oh, vorvorletzte Generation, eine GTX 1650. Und obwohl der Treiber auch ins Treiber-Overhead rennt, das wissen wir bei Nvidia, ist es noch besser als bei Intel. Also das Bottleneck bei Intel ist stärker noch als das bei Nvidia. Was nämlich passiert, wenn ich jetzt mal auf Full HD gehe, nämlich 1080p, zeige ich euch auch, guckt mal. Jetzt bei 1080p ist nämlich bei der Nvidia-Karte der Treiber-Overhead, ja, ist nicht mehr ganz so extrem. Und die Karte wird schneller. Die AMD-Karte wird nicht langsamer, sondern die Nvidia-Karte wird schneller. Die ist um bei 111 zu, ja, auch fast 111. Die sind fast paar. Die Nachkommastellen können wir wegtun. Wenn wir es mal runden, kaufmännisch, kommen wir ungefähr auf dieselbe Geschwindigkeit. Die Min-FPS, also das sogenannte P1, also 1% der langsamsten Frames, sind wir aber bei AMD deutlich besser als bei Nvidia und nochmal deutlich, deutlich, deutlich besser als bei Intel. Da haben wir ja die Balken gesehen. Also, was hat das mit dem Strom zu tun? Ich scroll mal noch ein bisschen. So, jetzt guckt euch das hier mal an. Das sind jetzt bitteschön die Frame Times. Also das ist die Zeit, die man braucht, um einen einzelnen Frame zu rendern. Das ist AMD. Blaue Kurve ist Frame Time. Und die rote Kurve ist der Saft, das, was man da gerade wegnuckelt. Erinnern wir uns jetzt nochmal bitte schön an diese Pausen. Jetzt zeige ich euch mal noch was. Das ist Intel Arc, die A380. Ups, blau, es ist wieder die Kurve und dann bam, 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 Drops, Frame, 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 Drops, Frame, Drop, Frame, Drop. Das sind Mikro-Ruckler-Kinder. Und das ist immer genau der Moment, wo der Kater wahrscheinlich hier die Puste ausgeht. Schön. Sieht das nicht aus. Und man sieht es auch in den Augenwinkel raus, wenn das Bild so ein bisschen zuppelt. Also die Average, könnt ihr vergessen, die bringt nicht viel. Und selbst das P1 sagt auch noch nicht so viel aus, wie danach das Bild wirklich aussieht. Da könnt ihr auch mal den Witcher anmachen. Das ist mal DirectX11 und nicht Vulkan. Ja, was kommt da raus? Genauso eine Scheiße. Es sieht auch nicht besser aus. Witcher frisst im Jahr in der Steckdose richtig viel. Auch dieses Spiel lutscht immens, selbst wenn man es wie hier die Karte mal übertaktet hat. Es wird anders hässlich, aber es wird nicht schöner.
Dann schauen wir uns nochmal die Varianzen an. Eine Varianz, das ist so der Abstand zwischen einem Frame und dem anderen für die Renderzeit. Also nicht nur, dass ich sehe, oh, hier ist er mal langsamer ein Frame. Nein, es gibt ja mal schnellere, da gibt es langsamere. Und das ist die gesamte zeitliche Differenz zwischen zwei Frames. Und das kann man ja prozentual mal auswerten. Und dann guckt euch das mal an. Wer das Standbild will, geht bitte schön auf die Homepage. Ja, und da sehen wir nämlich was. Was sehen wir hier bei der Intel-Karte? Wir sind bei 98% rot. Das heißt also, das zeige ich jetzt die letzte Kurve der Seite entlassen. Das sind die Perzentile. Perzentil, ich rechne ja nicht nur das P1 aus, sondern wir haben ja mal eine richtige Kurve über die gesamte Laufzeit mit den gesamten Frames und den gesamten prozentualen Verhältnissen. Und da sehen wir schon, dass in dem Falle hier, wo das flattert, 2% beschissen kommen. Also wir sind hier schon beim P2. Das ist dann A380, die anderen Karten sehen ein bisschen anders aus. Und am schönsten sieht wieder die AMD-Karte aus. Ist eine kleine Fußhupe hier, meine kleine, Bing ist wie so eine Balalaika, kann man hier, ne, drauf spielen kann man nicht. Aber es ist auf alle Fälle ruhiger. Ist zwar langsam, aber es hoppelt nicht so. So, das mal zu dem Punkt. Damit habe ich eigentlich schon so ziemlich alles gesagt, was er braucht, um das nachfolgend zu verstehen. Benchmarks. Benchmark-Ergebnisse. Da habe ich die Zusammenfassung jetzt hier auf der Homepage, sind die ganzen Einzelbenchmarks drauf. Habe ich die ganzen Spiele in zwei Auflösungen, 720p, natürlich auch verglichen mit der alten DG1 und der integrierten Grafik und noch eine ganze Menge alte Karten mehr. In Full HD und natürlich 720p haben wir auch gemacht und ich habe auch jede Menge Produktiv-Benchmarks. AutoCAD, Inventor Pro, muss ich euch ja nicht bringen, ist sehr durchwachsen und vor allen Dingen stürzt auch manchmal ab. Also selbst, ich sag's mal, Standardapplikationen im Produktivbereich würde ich mit dieser Karte nicht machen, weil wenn mein halber Arbeitstag verschwindet, bloß weil das Ding mal wieder amok läuft, kann man sich nicht antun. Werde ich im Fazit noch einen Satz dazu fallen lassen. So. Schauen wir uns aber mal das Gaming an. Das habe ich euch zusammengefasst und zwar prozentual. Kinder, wir fangen mal mit 720p an, das ist so die kleine Spielzeugauflösung. Die ist aber wichtig, um auch mal den Treiber-Overhead, also das, was bremst dieses Bottleneck, diesen kleinen Flaschenhals zu erkennen. So, und jetzt wird es richtig böse. Guckt euch das an. Die A380 sitzt auf 100%, habe ich mal da rund normiert, normalisiert. Und dann schaut mal hin, es sind fast 12% ist die RX 6400 schneller in 720p und naja, fast 5% für die A380, wenn sie übertaktet ist. Man kann also beim Übertakten noch so um die 5% hier rausholen. Also ein russischer YouTuber gemeint, das wäre so ein Übertaktungsmonster und da könnte man, genau, wenn man richtig misst und nicht so ein paar, ich sag's mal, naja, besonders passende Spiele raussucht und dann vielleicht auch noch den Cheat-Modus vom Intel-Treiber verwendet, dann ist es ein bisschen weniger. So viel ist es nicht. Und wenn man mal rechnet, meine 100 MHz Takt mehr bei 2,5 GHz im Schnitt, im Mittel, da sind wir schon glücklich, wenn wir 5% rauskriegen. Das ist nämlich wirklich das Optimum. Dann schauen wir mal uns ein bisschen die höhere Auflösung an. Da bleibt es knapp. Da gewinnt plötzlich Intel, also Arc A380 übertaktet, ist ungefähr, naja, also 1,6% schneller als die RX 6400, die wir leider nicht übertakten können. Da hat AMD also eine kleine Bremse reingeschmissen. Man kann schon ein bisschen was machen, auch mit dem More Power Tool, muss aber aufpassen, dass es nicht freest. Aber was Schöne bei AMD, wenn es freest, stellt es wieder her, kann ich wieder von vorne anfangen, läuft. Geht alles. So, aber Arc ohne OC ist auch in Full HD ein bisschen langsamer, nämlich 2,9% langsamer als AMD. Auch bei 1080p, an der Stelle, wo jetzt der Flaschenhals auch vom Treiber-Overhead nicht mehr so greift. Und naja, unsere Freunde von Nvidia, die Karte ist jetzt 3 Jahre alt, die hängt dann so naja, reichlich 7% hinter der Arc. Ist auch nicht viel. So, wir sehen also, das ist die eine Metrik. Jetzt gucken wir uns das P1 trotzdem nochmal an. Also diese Min-FPS, weil da wird es jetzt richtig ouch. Und das sind Zusammenfassungen aller Spiele, die ich getestet habe. Ne? Die habe ich also normalisiert. Da haben wir die FPS zusammengerechnet. Schön ins Verhältnis gesetzt und dann mal die Leistung rausgerechnet. Das ist eine Demütigung. Also bei den Min-FPS, AMD, diese kleine RX 6400
Kinder 27,3% besser als die A380. 27,3%. Vergesst es. Das kann man so nicht geben. Da ist wirklich noch was drin. Und weil ihr sagt, ich habe diesen großen 12.900K genommen, dann hätte man noch vielleicht einen, ja, einen i3 oder einen i5 nehmen können. Ja, wenn ich einen i5 nehme, so einen 12.400, was passiert dann? Dann wird der Abstand noch größer, weil das Bottleneck nämlich noch mehr ins Kontor schlägt. Autsch. So, und dann schauen wir hier mal das Ganze nochmal Full HD an. Ihr seht schon, ne? Bottleneck fällt weg. Und was? Gut, wir sind noch etwas besser. Aber wir liegen ungefähr gleich. Also die übertaktete Arc liegt gleich auf mit der nicht übertakteten 6400, wenn der Treiber-Overhead wegfällt. Aber bei einer kleinen CPU mit dem 12400, oder nehmen wir irgendeinen i3, dann wird der Abstand hier wieder größer, weil die RX 6400 dann nicht bottleneckt, also Flaschen heizt, sondern nur die Intel-Karte. Und die übertaktete ist hier wieder 5 Prozentpunkte schneller als die nicht übertaktete. So, das mal zu dem Thema. Und ja, Leistungsaufnahme. Was frisst das Ding jetzt an der Steckdose? 6 Nanometer Prozess, EUV, wunderbar, toll. Wir sind ja jetzt so, ja, fortschrittlich. Ja, und was bringt es an der Steckdose? Nix, diese kleine lächerliche Fußhupe, muss man wirklich so sagen, dass es lächerlich ist. Was frisst das Ding? 17 bis 19 Watt im Idle. Ein bisschen viel, klar, wird doch nicht so schön schnell geregelt. Und vor allen Dingen, die Spannungswandler sind ineffizient und der Speicher glüht auch im Idle. Auch da gehen so, ich sag mal, um die 2 Watt vielleicht schon im Spannungswandler verloren. Nur alleine deswegen, weil sie nicht gekühlt sind. Das passt mal als Hochrechnung. Der Rest ist dann wieder so ungefähr, wie man es erwarten konnte. Ich habe alle Spiele hier zusammengefasst. Ich habe jedes Spiel gemessen. Und das, was jetzt hier hinten in der Grafik da hinten drin steht, bei Compute. Das sind einfache Berechnungen, also richtig Compute ist ungefähr da, wo unten Torture Max steht. Das geht bis 95 Watt fast, also 94,5, wenn ich das Gaming, also das forderndste Spiel, was ich gemessen habe, geht mit 83,3 Watt da durchs Ziel. Ja, wenn es übertaktet ist, wenn es nicht übertaktet ist, sind wir so bei 80 Watt und im Schnitt, Durchschnitt, Full HD, wenn die Karte also 99 bis 100% ausgelastet ist, sind wir, was für eine Punktlandung, bei 75,5. Naja, es ist im Prinzip erstmal wenig, aber ich zeige euch gleich noch den Vergleich zu den anderen Karten. Da werdet ihr staunen. Aber kommen wir erstmal zur Normeinhaltung. Und das ist ja interessant. Ich habe euch ja schon das Teardown gezeigt. Dann haben wir uns die Platine angeguckt. Der Motherboard-Slot ist hier unverdächtig. Es ist nicht viel. Sind wir so bei 2,2 bis maximal 2,6 Ampere. Logischerweise, weil hier hängen jetzt die GPU nicht mit dran. Da ist ja bloß der Speicher und so ein bisschen noch Geraffel und Gedöns. Das läuft dann hier an dieser Stelle extra. So, und was haben wir sonst noch? Netzteilbelastung. Die Lastspitzen. So. Ich werde euch auch, bevor ich das zeige, hier, das sind mal 2 Minuten, und ein Kästchen sind 20 Millisekunden. Das ist so das, was da passiert, wenn ich wieder diesen Stresstest laufen lasse. Dann seht ihr schon wieder hier meine langen Pausen und dann sehen wir den Anstieg. Flups. So, das ist mal ein etwas gröberer Intervall, aber ihr seht schon, wie das hier regelt. Das ist potthässlich. So was kann man da nicht geben. Und dann sind wir so bei 110 bis 120 Watt. Wieder raus schnipsen hier an dieser Stelle. Das kann ich euch auch im Detail noch mal zeigen. Wir haben also die Lastspitzen, habe ich da mal mitprotokolliert, habe das laufen lassen. Im Bereich von 10 bis 20 Millisekunden sind wir im Schnitt, wenn die Karte vielleicht im Spiel 50 Watt aufnimmt, sind wir schon bei 75, reichlich 75 Watt. So, dann im Bereich von 5 bis 10 Millisekunden. Auch das ist noch relevant für Netzteile, wenn die ihre Schutzschaltung haben zum Abschalten. Ist ja nur anteilig das hier, was die Grafikkarte nuckelt. Da sind wir schon bei knapp 100 Watt. Und 1 bis 5 Millisekunden, das sind dann so die ultra hibbeligen, ganz empfindlichen Schutzschaltungen. Netzteile, die ein bisschen aus dem Würregal kommen, ein bisschen günstiger sind. So diese Bronze-Netzteile, minus, minus. Sind wir schon bei 117, sagen wir mal 120 Watt. Und wenn ich das Ding dann übertakte, unter einer Millisekunde, bin ich dann auch schon bei 130, 140, 150 Watt, wenn ich es richtig vollgasmäßig hier laufen lasse und vielleicht auch ein bisschen stresse. Deswegen meine Empfehlung wäre, wenn er so eine Karte wirklich einbaut, ja, wenn er das Geld übrig habt und
euch das reicht und ihr auch ein bisschen experimentierfreudig seid, inkludiert ungefähr 130 bis 150 Watt für diese Karte, dann geht auch nichts aus. So, das zeige ich euch noch ganz kurz hier, mal das Gaming. Ihr seht es ja auch wieder, na, wenn das Gaming läuft, immer wieder ein kleiner Drop drin, Drop, Drop, Drop. Machen andere Karten auch, machen die Karten von Nvidia, von AMD, aber sie machen es etwas anders. So, den Torcher, den hatte ich euch ja schon gezeigt. Kennen wir schon, habe ich euch ja schon erklärt, dass hier irgendwas schief läuft. Jetzt vergleichen wir aber die Karte noch abschließend mit den anderen Karten. Guckt euch das mal an. Die A380 braucht im Schnitt bei 720p. Das limitiert ja die CPU. Braucht die Karte im Schnitt, seht ihr euch das ja an, so 68 Watt. Wenn ich sie übertakte, sind wir bei 70 Watt. In 720p wohlgemerkt. Da ist unsere Freundin, die RX 6400, bei 50 Watt. Das ist ein Unterschied von 14 und, ja, ich sag's mal, bis zu 20 Watt ungefähr, so knapp. Unterschied, braucht die RX 4000 bei selber Leistung Performance weniger. Jetzt gehen wir mal ins Full HD, wo die Karte nämlich mehr gefordert wird. Was passiert jetzt? Die 6400 liegt immer noch bei 51 Watt. Es wird nicht mehr. Die Freundin, sind wir schon bei 75,7 Watt, die A380 und die übertaktete ist schon bei 78 Watt. Ja gut, da sind wir aber schon weit, weit, weit drüber raus. Sind wir bei 27 Watt mehr und die andere braucht 50 Watt. Also wenn wir es mal rechnen, es sind über 50 Prozentpunkte, die die weniger braucht, beziehungsweise mehr braucht als eine AMD-Karte. Und das ist in der heutigen Zeit, wo natürlich auch Energie zum Luxusgut wird, eine richtige Hausnummer. Effizienz. Auch das gucken wir uns nochmal an. Basiert natürlich hier draus A, Performance, was liefert es im Gaming? Und B, die Leistungsaufnahme hier an der Steckdose, was haben wir? AMD führt gravierend, mit einem gravierenden Unterschied. Vor der 1650, ja Kinder, das müsst ihr euch jetzt sagen, das vor 3 Jahren war, und das ist eine, das hier, das ist eine OC-Karte, die ist aufgeblasen. Das ist eine MSI Gaming. Die hat von Haus aus schon mitgekriegt, was sie mitkriegen kann, bevor sie platzt. Die wäre wahrscheinlich im Original noch deutlich sparsamer. Diese Karte muss ich jetzt mit dieser Karte hier messen. Die sind ungefähr auf demselben Level. Und das war vor 3 Jahren. Das ist mit Abstand hier auch in dieser Leistungsklasse die ineffizienteste Karte gewesen. Damals. 2019, sage ich nur. Jetzt sind wir in 2022 und es ist nicht besser geworden. Gucken wir uns das Ganze nochmal in Full HD an. Sieht genauso scheiße aus. Bitte schön AMD. Dann kommt Nvidia. Ja, und dann kommt die ARC. Und hier ist ein kleines Phänomen drin. Ich meine, die Leistungsaufnahme steigert sich ziemlich linear zum Takt. Das heißt also, auch die Leistung steigt. Und hier ist jetzt sogar die übertaktete Karte noch ein bisschen effizienter als die nicht übertaktete Karte. So, jetzt haben wir natürlich hier massenweise Leistung reingesteckt. Ja, die kommt natürlich auch wieder raus, weil wir haben ja Wärme. Na, muss ja, wir wandeln elektrische Energie in Wärmeenergie um und das muss man irgendwo abführen. So, gucken wir uns erstmal an. Takt. Ziemlich konstant, 2450 MHz. Wenn ich es übertakte, habe ich ja gesagt, komme ich auf ziemlich konstant 2550 MHz. Nachdem ich die Karte ordentlich bestückt habe mit zweckmäßigen und besseren Pads und einer ordentlichen Wärmeleitpaste, sind wir auch so bei 53, 54 Grad. Mehr nicht. Hab's ja schon gesagt, 8 Grad weniger als das Original. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal von hinten an. Deswegen habe ich ja die Backplate abgemacht. Die kann ich nur dann abmachen, wenn ich auf der Frontseite, die vom Kühler verdeckt ist, die ganzen Schrauben runterbaue. Deswegen musste ich sie ja zerlegen. Man nimmt die alten Wärmeleitpads und die passt ja auch nicht wieder, sondern macht es neu. Das war richtig. Wir sehen hier unten den Spannungswandlerblock für den RAM mit 54 Grad. Das Problem ist, auf der Vorderseite können wir da nochmal ungefähr 20 Grad draufrechnen zum Surface, also oben auf die Oberfläche, die ja ungekühlt ist von diesen MOSFETs. Und dasselbe haben wir oben nochmal beim Block 1, das sind die DR-MOS, die zwei kleinen Phasen für die GPU. Ja, da sind wir bei 60, da wären wir also auf der anderen Seite bei 80 ungefähr. Ich habe da auch mal einen Spannungsmesser, so einen Spannungsmessfühler reingehängt, so einen kleinen K-Widerstand und habe das mal schnell mit dem Handheld getestet. Das sind wir wirklich bei ungefähr 80 Grad. Ein bisschen viel. Und bei 80 Grad wären die Dinger schon ineffizient. Das heißt, wir verpulvern eigentlich auch eine Menge elektrische Energie für nichts. Nur damit die Dinger schön glühen. Da. Nochmal hier. Ich habe meine Lüfter. Und da ist eine Lüftersteuerung, die
komisch funktioniert. Guck dich das mal an. 1500, ja, also es gab Tage, da ging die Karte an, da war die ganz leise, dann wurde sie warm, dann liefen die Lüfter hoch. Ja, und dann habe ich das Spiel ausgemacht, die Lüfter liefen weiter und liefen und liefen. Es hat die gar nicht interessiert, ob jetzt die Lüfter das Ding wieder runtergekühlt haben oder nicht. Oder ich schalte sie ein, gleich nach dem Hochfahren, Dauerton, 1500 Umdrehungen im Schnitt, sind immer da. Das habe ich jetzt hier mal gemessen, damit ihr es mal seht. Ja, ein bisschen sinnlos. Und wenn die jetzt mit 1500 Umdrehungen läuft hier, ein Gaming Loop nach einer Stunde, da sind wir bei 39,1 dBA. Das habe ich in der Chamber gemacht. Und wenn ihr das mal seht, da ist ein Peak unten hier so bei, naja, könnt ihr euch ja mal angucken hier. Das ist an der einen Stelle so bei 250, 260 Hertz, 260 Hertz ungefähr drüber. Motorgeräusche, auch die Lüfter sind jetzt nicht aus dem oberen Regal. Ja, hört man halt. So, auch das schließen wir an der Stelle mal ab. Die Karte ist also relativ laut. Ich meine, 39 dBA ist eine Hausnummer. Das ist eine MSI, die war irgendwie bei 33,5. Hörst du nicht. Und das ist die Asus, die ist bei 34. Die hörst du auch nicht. Die Gunja hörste. So, Zusammenfassung und Fazit. Ich hatte ja gehofft, dass mein Fazit ein bisschen positiver ausfällt. Was haben wir? Momentan haben wir so ein beschissenes Duopol. Wir haben Nvidia, wir haben AMD und wir haben eine Langeweile nix. Gut integrierte Grafik. Ja, wenn man die nur zählt, wäre ja Intel Marktführer. Aber es ist leider so, bei der dedizierten Grafik haben wir Nvidia, haben wir AMD und dann nichts. Hätte ja mein Dritter dazukommen können. Wäre schön gewesen, auch für die kleinen Preise, na, die dann noch ein bisschen weiter purzeln, weil die kleinen Preise purzeln ja so gern. Nee, es bleibt wahrscheinlich, wie es ist. Das Ding hier kann man eigentlich keinem aufs Auge drücken. Und ich wundere mich, wie leidensfähig die Asiaten sind. Ich meine, die Karte ist auf dem Markt, wenn man Glück hat, erreichbar. Sie steckt auch bei Systemintegratoren schon im Rechner drin. Und ich meine, ich habe da so einen Bordpartner gefragt, der mir sagt, ja, wir dürfen gar kein Retail verkaufen. Intel möchte das nicht. Intel möchte diese Karte nur als OEM so irgendwie gelabelt oder in Fertigsystem. Aber sie wollen definitiv keine Retail-Karten auf den Markt schießen. Deswegen gibt es auch keine Samples. Und deswegen mussten wir das hier selber organisieren. So. Wir haben also ein Duopol. Es wäre schön gewesen, wenn wir ein Tripol gekriegt hätten. Ja, hätte. Also ich glaube nicht, die Generation ist vermurkst, dass das noch was wird. Ich lasse mich natürlich sehr gern eines Besseren belehren. Machen wir mal eine Challenge. Liebe Freunde von Intel, wenn ihr wollt und ihr der Meinung seid, dass so eine A750 oder so eine A770, weil die 780 haben wir ja nie gesagt. Wir haben nie gesagt, dass es eine A780 gibt. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Weil wir kennen diese Sprüche. Ne? Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Und ist das eine Ex-Kompanie? Also meine, wenn der Ren Shroud ist so ein Ex von PC Perspektive und dann gibt es, vorher gab es ja den Chris Hook, das war ein Ex von AMD und da gibt es dann auch unseren Freund Tom Patterson, das ist der Ex von Nvidia, also der Ex-Sidekick von Jensen, der jetzt hier solche Weisheiten verbreitet. Leute, ich mach mal eine Challenge, wenn ihr der Meinung seid, dass eure Karte, die große Karte, besser ist und dass die wettbewerbsfähig ist, dann schickt mir eine oder ich besorge sie mal wieder. Ist mir wurscht. Video gibt es trotzdem und natürlich auch den entsprechenden Artikel. Der Weg wäre einfacher. Sagen wir es mal so. Und ansonsten, was haben wir noch? Treiberprobleme. Also die PR und das, was wir in der Realität hier getroffen und vorgefunden haben, das widerspricht sich ein bisschen. Und deswegen gibt es von mir dieses Jahr auch erst den zweiten Not Approved Award. Gut, ich Award würde ich es jetzt nicht nennen. Es ist einfach nicht benutzbar. Ganz einfach. Also ich sag's mal so, ich meine, normalerweise Leute, die sich so eine Karte kaufen, sind finanziell doch so nah am Wasser gebaut. Die haben halt ein Problem, deswegen kaufen sie sich sowas. Nur wenn ich nichts habe, muss ich es auch nicht rausschmeißen. Also für diejenigen, die kein Geld haben und die eine Einstiegsdroge brauchen, dann kauft euch lieber sowas oder meinetwegen auch sowas, aber bitte nicht sowas. Wer jetzt aber auf Einhörner steht, weil er Sammelwut hat, wie der Kollege, der unbedingt diese Karten besorgt hat und importieren wollte. Also wenn man sagt, ich bin Sammler oder ich liebe kleine blaue Einhörner und ich brauche das für meine Sammlung, sind wir wieder bei Sammler, oder aber ich experimentiere gern oder bevor ich jetzt zur Domina gehe und 100 Euro wegschmeiße, da kaufe ich mir so eine Karte und quäle mich selber. Ja, dann seid ihr hier genau richtig, das ist eine Experimentierkarte, also ein Experimentierbaukasten für Leute mit viel zu viel Freizeit. Wer arbeiten will und hofft, dass er nicht abstürzt und dass er am Ende des Tages mit seinem Produktivsystem auch noch da ankommt, wo er hin muss, weil Frauen und Kinder nach Essen schreien,
nicht kaufen. Jedenfalls jetzt noch nicht. Vielleicht geschieht noch ein Wunder, dann kommt ein Wundertreiber. Gut, kann ja schon mal spoilern. Also Intel arbeitet an der Telemetrie, vor allem auch an der Auswertung der Telemetriedaten. Da wird auch für die großen Karten ja noch gepusht und gemacht und getan. Da ist man ja noch dran, ob man es wirklich so hinkriegt, dass auch das Ding dann noch läuft. Ich weiß es nicht. Es wäre schön, wenn es so wäre, aber es gibt wie immer im Leben keine Garantie für nichts. Die einzige Garantie, die ich euch geben kann, wenn mich jetzt nicht gerade das Müllauto überfährt, es wird wieder ein Video geben. Worum es dann geht, schauen wir mal. In dem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen heißen Tag. Und dann, also ich packe das Ding jetzt wieder ein und schicke es weg, an dem, dass ich das gewünscht hat, der kleine blaue Einhörner sammelt. Ich brauche diese Karte nicht mehr. Tschüss.